Hallo, ich bin Viktoria und ich bin im letzten Jahr meines Medizinstudiums am Asklepios Campus Hamburg. Und ja, ich wollte ein bisschen erzählen, wie es so bei uns ist. Ja, wir sind eine sehr, sehr junge Uni. Wir sind eine kleine Uni. Wir sind eigentlich noch in der Entwicklung. Und ja, das macht eigentlich ziemlich viel Spaß, weil ich als Studentensprecherin relativ engen Kontakt habe mit dem Unileiter. Wir sind 160 Studenten ungefähr an unserer Universität und in meinem Semester sind wir zum Beispiel 42 Studenten. Wir haben Vorlesungen und Seminare, Praktika. In den Praktika sind bis zu 7 Leute und mein effektivstes Seminar war in der Anästhesie. Wir waren zu viert in einer Asklepios-Klinik und sind morgens mit einem Anästhesisten jeweils mit einem Anästhesisten herumgelaufen, haben ihn in den OP begleitet und haben mit ihm die OP-Einleitungen, also die Narkose-Einleitungen gemacht und sind mit ihm herumgelaufen, haben mit ihm diskutiert, konnten ihn fragen. Wir sind dann mit in den OP gegangen, während der Operation waren wir dann dabei mit den Anästhesisten und uns wurde erklärt, wie funktioniert so eine Beatmungsmaschine, was gibt es für verschiedene Beatmungsmodelle und welche Medikamente gibt es? Welche Komplikationen könnten jetzt hier auftreten? Wie würden wir dann reagieren? Und ja, nach ein paar Stunden haben wir uns dann wieder getroffen, und haben den Chefarzt getroffen und haben in dem Büro von ihm noch eine kleine PowerPoint-Präsentation von ihm bekommen und haben danach nochmal über Probleme gesprochen, über Fragen, die sich uns stellten während der Zeit zuvor und ja, und haben noch mal so ein bisschen diskutiert und das war eigentlich war eine tolle Erfahrung für mich. Ja, wie ich schon erzählt habe, wir sind 160 Studenten, in meinem Semester sind wir 42. Das heißt, die Vorlesungen sind mit 42 Studenten. Es kommen ja auch nicht immer alle. Und ja, dadurch sind die Vorlesungen eigentlich ein bisschen mehr wie Seminare als wirklich wie Vorlesungen. Wir haben auch nicht diese Räume, in denen es so bergab geht, sondern mehr so wie Klassenräume. Und dadurch, dass wir so wenig Leute sind, kann man, sobald sich eine Frage einem stellt, kann man sich melden und die Frage sofort stellen. Und es entsteht oft eine Diskussion mit dem Professor und mit den anderen Mitstudenten. Und dadurch, dass auch andere Fragen stellen können, lernt man auch dadurch sozusagen, weil man Fragen hört, an die man selber nicht gedacht hat. Ja, unsere Prüfungen sind mündlich. Nicht alle, aber die meisten sind mündlich. Dadurch, dass ich das schon von Anfang an so hatte, habe ich mich da sehr schnell dran gewöhnt nach einem Semester und ich finde das ein super System. Ein Jahr ist ungefähr aufgebaut. Wir haben 2 Semester und haben immer eine Vorlesungszeit und eine Prüfungszeit und jeweils 14 Wochen Vorlesungszeit und dann ungefähr 6 Wochen Prüfungszeit. Und da bleibt dann nicht mehr ganz so viel Zeit für Urlaub. Wir haben 2 Monate Ferien im Sommer. Davon müssen wir eigentlich immer einen Monat formulieren. Einmal in der inneren Medizin und einmal in der Chirurgie. In unserer Uni gibt es super nette Mitarbeiter. Wir haben 2 BIP-Damen, die in der Bibliothek sitzen. Und wir haben direkt vor der Bibliothek einen Computerraum, wo wir immer alle sitzen und die ganze Zeit arbeiten und lernen. Und wenn man mal ein Problem hat, irgendwie zum Beispiel beim Artikel suchen, oder man möchte den Zugang zu Mediscript zum Beispiel, oder man hat irgendein anderes Problem. Kann man einfach zu denen hingehen und die beiden sind wirklich super nett und total hilfsbereit und helfen einem sofort. Und manchmal gehen wir auch einfach so hin und unterhalten uns mit ihnen. Einfach so. Und ja, auch alle anderen, also unsere Studentensekretärin, unsere Studienkoordinatorin, wenn man irgendein Problem in diesbezüglich hat, kann man einfach hingehen und fragen und es wird einem geholfen. Und das ist total angenehm hier. Also wir haben generell eine super familiäre Atmosphäre. Die ganzen Mitarbeiter kennen uns beim Namen. Das macht es nochmal total persönlich. Ja, und jetzt wollte ich noch ein bisschen was von meinem letzten Jahr erzählen. Ich habe ja erzählt, dass ich im letzten Jahr bin und sozusagen jetzt im praktischen Jahr bin. Ich bin nur noch in der Klinik. Und wir haben 8 verschiedene Fächer, in denen wir auf Station sind und wir rotieren immer. Ein Rotationsabschnitt dauert von 2 bis 9 Wochen ungefähr. Und
Es sind eben 8 Fächer. Diese 8 Fächer sind vorgegeben. Das ist, kann man jetzt positiv, negativ sehen. Ich finde es negativ, weil man kein Wahlfach dabei hat. Also es sind vorgegebene Fächer. Wenn man jetzt sagt, ich wollte schon immer das eine machen, dann hat man dazu jetzt nicht die Möglichkeit, da reinzuschnuppern. Andererseits, dadurch, dass man so viele Fächer sieht, kriegt man eben einen Eindruck von einem weiten, weiten Feld. Also zum Beispiel mussten wir auch Psychiatrie machen und das war mein erstes Fach. Und ich fand das im Nachhinein eine total gute Erfahrung, weil ich 4 Wochen lang mit psychisch Kranken zusammengearbeitet habe und mit den Ärzten mitgearbeitet hat und Kontakt zu ihnen hatte. Und man verliert einfach die Scheu und man wird viel normaler im Umgang, sage ich mal. Und ich meine, psychische Krankheiten sind ja gar nicht mal so selten. Auf vielen, vielen anderen Stationen, egal welche Spezialität man später wählt, braucht man eigentlich so ein bisschen Wissen in der Psychiatrie und man kann viel besser mit Patienten umgehen. Und ja, das hat mir total viel gebracht, würde ich sagen. Obwohl ich Psychiatrie wahrscheinlich sonst nie gewählt hätte, finde ich es eine wichtige Erfahrung für, egal was ich dann mal wähle. Dadurch, dass man eben, ich habe ja jetzt gesagt, das sind die Rotationsabschnitte sind zwischen 2 und 9 Wochen. Und ja, es ist ein bisschen schwer, sich in so einer kurzen Zeit in die Station einzuleben, die Ärzte kennenzulernen, die Schwestern kennenzulernen, den Ablauf kennenzulernen. Jetzt zum Beispiel bin ich in der Chirurgie und jeder Operateur, der eine will, dass man den Haken so hält, der andere will, dass man den Haken so hält und jeder Operateur hat so seine Eigenheiten und bis man das alles kennengelernt hat, da muss man schon ziemlich schnell sein, um sich da in so einer schnellen Zeit einzuarbeiten und dann auch wirklich schnell und unabhängig arbeiten zu können. Und ja, da muss man sich ein bisschen beeilen.